Und da herzlich willkommen, willkommen zurück. Zu unserer kleinen Zementproduktion. Wie gesagt, da müssen wir auch gucken, wie gesagt, wie groß wir die Grundfläche machen von dem Gebäude denn. A, wie viele Kisten wir haben wollen. B, wie viel Platz wir brauchen für die ganzen Rohre denn später. Und so weiter und so fort. Das wird ein Spaß. Oh mein Gott. Gut. Ja, nichtsdestotrotz. Genau. Wassermarsch. 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 Marsch. Mann. Das ist ja hier Fließbandarbeit, ey. Ist das überhaupt noch illegal? Fließbandarbeit ist verboten. Naja, haben wir fast geschafft. Wie das Wasser, wie der Boden unten sogar schon grün geworden ist. Witzig, zu tot lachen. So. Sehr schön. Gutchen. Das hätten wir schon mal. Du kommst jetzt mal da oben rein. So, jetzt haben wir 51, das heißt, wir haben 17. Das heißt, wir brauchen auch 17 mal Erde. Nein, wie war das jetzt? Zement. Ach, Sand war das. 17 mal Sand. Beziehungsweise 2 mal 17, also 34 mal Sand. Was? 34, nicht 37. So, und dann brauchen wir noch 34 mal Gravier. Ach du Scheiße. Und ich brauche auch garantiert, genau, wir brauchen auch 100%ig reines Gravier. Also ich glaube, die Gravier-Mod, dieses Gravel Shield, ist doch ein bisschen nicht so schön zweckdienlich, wie ich dachte. Das ist ja scheiße. Jetzt haben wir natürlich eine Kiesmangelheit, weil wir das Kies natürlich. Komm, der ganze Scheiß kommt weg. Ich meine, können wir aufheben für Wege und so. In Ordnung, aber an sich brauchen wir jetzt halt Kies. Mal wieder. Okay, ab in die Höhle. Suchen wir ein bisschen Kies. Da habe ich doch gerade schon Kies gesehen. Das müsste doch schon direkt ausreichen. Oh, hier ist eine Lücke. Komm ich da einfach so rein? Kann ich jetzt einfach so reinspringen? Ja! Danke. 55 Kies haben wir, sollte erstmal reichen. Ja, zum Glück haben wir hier mal ein bisschen Kies auf Vorrat, ne? Ich würde mal sagen, dann lassen wir das mit dem Kies 7 immer erstmal sein. Ich meine, so viel Rohstoffe kriegen wir daraus jetzt sowieso nicht. Oder doch nochmal eine ganze Menge Kies. Ich gehe aber erstmal hier hin. Hier ist auch nochmal schön Kies.
Ab nach oben. Ist das hier nur die zwei oder ist jetzt auch noch richtige Mine dahinter? Oh, da ist eine richtige Mine dahinter. Cool, dann nehme ich die auch mal mit. Machen wir jetzt mal kurz eine richtige Gerölltour. Ich meine ganz ehrlich, wofür haben wir denn bitte schon sonst diese wunderschöne Rainbow-Ohr-Schippe? Wenn nicht genau für solche Sachen. Mann, dauert das hier. Okay, haben wir jetzt ordentlich Gravel, fast zwei Stacks, easy. Sollte reichen. Können wir erstmal ein bisschen Beton machen und dann mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, als allererstes brauchen wir auf jeden Fall auch noch diese komischen Stahldinger. Hallo? Danke. So, das hier. Okay. Sieht mir schon wieder teurer aus, als mir lieb ist. Aber was soll's. Alles machen wir mal. Paar. Nicht so viele, man muss sie gleich übertreiben, aber ein paar. Alles. So, wie viel kriegen wir raus? Oh, wir kriegen sogar ganz schön viel raus. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Das ist doch schön. Ja, würde ich mal sagen. Ja, easy. Geil. Oh, wir kriegen sogar mehr raus als ein Stack. Ha, lol. Ach, wow, genau. Ein Stack mehr als ein Stack. Ist ja voll egal. So. Das heißt, das kommt wieder da rein, was auch immer wir damit später machen können. Das ganze Kladderadatsch kommt hier rein. Halt, ne, ihr kommt raus. So, der Stahl bitte auch nochmal da rein. Fuck my life. Komm. Oder ne, dich behalte ich. Was schmeiß ich dafür stattdessen lieber weg? Ach, hier, das nehmen wir gleich mal mit direkt mit. Brauche wenigstens nichts wegschmeißen. So. Jetzt mal hier. Butter bei die Fische. Das hier wird jetzt erstmal gesägt. Bam. Und zwar zu diesen Achtel, zu diesen 16, zwei Sättinger, weil die, aber da haben wir da wieder Verluste. Wenn wir da was machen. Dankeschön. Macht aber eher wenig Sinn. Müsste dann 96 sein, ne? Genau. So. Sollte erstmal passen. Genau, das Ding behalten wir auch gleich mal, weil das brauchen wir dann ja wieder zum Verlegen. Wenn wir verlegen, bauen wir garantiert auch wieder Scheiße. Das heißt, wir nehmen auch wieder die Axt mit. Und dann können wir erstmal anfangen. Die Wände machen wir einfach direkt hier aus den Ziegeldingern. Das hat sich bisher gut bewährt für diese Backsteindinger da. Ja, und dann ist jetzt die Frage, also wir haben erstmal den Boden, dann haben wir die Wände. Die Wände sollen natürlich auch wieder verziert werden, ne? Die Eckpunkte wieder mit Bäumen, das heißt, wir nehmen auch wieder Holz mit. Dann, ne, um die Decke kümmern wir uns ganz zum Schluss, da müssen wir erstmal gucken, wie wir die Wände gestalten. Genau, und das heißt für die Wände, ja, Tubes, können wir Tubes bereits machen? Diese ganz normale, ganz einfache Schwanzlutsch-Tür. Wie bekommen wir die auf Plastik? Stimmt, dafür hatten wir damals das ganze Plastik hier gemacht gehabt. Ah, dann nehmen wir die einfach mal komplett hier raus und schmeißen das Zeug komplett 1:1 in die Öfen.
Jetzt haben wir hier massig Glas gemacht. Wo muss ich wieder die Frage stellen, so mit dem. Wobei, so viel Glas haben wir gar nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Das geht doch. Das geht. So, du kommst nach da, dann bekommst du nach da, du nach da und du nach da. Okay. So, dann warten wir mal, bis hier fertig ist. Und so lange spielen wir mal ein bisschen Tetris. Ach nee, das war ja das hier die Steuerung. Wie ich mit Schach? Komm, Schach. New Game. Ach ja, da war ja was. So, ich bin weiß. Was? Hä? Spiele ich jetzt beide? Hä? Wieso spiele ich denn jetzt beide? New Game. Ich dachte, ich kann. Konnte man nicht gegen den Computer spielen? Ha! Huh. Outpad. Ich habe. Nee. Ich wünsche mir ein Pferd, ein Pony und ein Ho. Nee, das macht keinen Sinn. Pferd und ein Pony? Das ist ja weiß ein Pferd. Also, ich wünsche mir ein. Kinder sieht überhaupt nochmal. Ich wünsche mir ein Haus, ein Pony und ein Pferd. Nein, das macht keinen Sinn. Ein Haus, ein Pony und ein. Ist doch egal. New. 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 New, 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 new. Print. Stimmt, wir können ja auch sogar Printer bauen. Fällt mir gerade mal so auf. Moment, kann ich doch die Zeit verändern? Ne, kann ich nicht. Aber Drucker bauen wir nicht. Das ist ja ein bisschen Overkill. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Ölextrakt. Wie kriegen wir nochmal Ölextrakt hin? Ölextrakt war einfach Blätter. Na, super. Da haben wir ja massig, haben wir da ja. Guckt mal, wie viele wir da haben. Bei die lassen wir mal hier drinnen. Dann nehmen wir mal die ganzen Blätter, die hier überall rumliegen. Weil da können wir ja auch beliebig mischen. Dann können wir hier mal ein bisschen ausschlacken. Dann machen wir jetzt mal richtig scheiß viel Ölextrakt. So. Wovon haben wir am wenigsten? Am wenigsten haben wir, hiervon haben wir nur eins, hiervon haben wir nur eins und davon haben wir nur eins. Und dann haben wir am zweitwenigsten von den hier, von den. Ach ja, hier war ja wieder eins von den Dingen, als fehlt er nicht als Blätter. Beide? Oh, so geht's. Scheiß weg damit. So, alles. Ups. Da kommst du noch mit rein. Alles. 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 Ach komm jetzt. Alles. Geht doch. Ach komm hier. Wir machen einfach mal hier. Machen wir noch eine Stiege voll? Komm, solange wir hier Blätter haben, ganz ehrlich. Andererseits sollten wir uns ein paar Blätter auch aufheben als Brench. Ach was, da haben wir noch mehr als genug. So, genau. Die restlichen Blätter packen wir dann gleich hier in die Kiste rein. Beziehungsweise, wir nehmen uns gleich mal ein paar raus, weil wir werden die garantiert jetzt hier gleich alle verbrannt haben. So. Dann kommt hier nämlich gleich das nächste rein. Ah, komm, mach rein. Naja, was ist los hier? Was ist los mit dir? Du hast den Mischer enttäuscht, mein Schwanzpenis. So, da kannst du auch gleich mit rein hier. Bam, was ist hier hinten los? Aha. Schieb dir hier den Ruin, ja? Du kommst da rein, du kommst da unten rein. So. Du kommst da rein und die restlichen kommen da rein. Easy. So. Dann einmal alles. Alles. Du nicht. Und dich teile ich hier immer auf. Einmal nach da und das Rest nach da. So, sollte dann hoffentlich passen. So, was habe ich? Brennen sie alle? Ja, brennen alle. Sehr schön.
So, das Zeug hier kann ich dann gleich noch mal. Genau, muss ich dann nochmal durchjagen, alles. Dann können wir uns ein paar Typs basteln. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Genau, einfach 6 Stück. Da bekommen wir auch 6 Stück dafür. Also echt preiswert. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Pneumatik-Typ-Segment, aber wir brauchen irgendwie noch einen Eingang oder. Nee, wir brauchen. Warte. Pipework. Wir brauchten irgendwas als Eingang. Oh, nee, vergessen. Wir brauchten irgendwas als Eingang noch. Genau, sowas hier brauchen wir noch. Filler stackweise. Wir machen. Stackweise? Nee, da brauchen wir so abartig viel. Was ist das hier? Ach, nur da wäre zum Glück ein bisschen was. Was? 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 Halt, stopp. Wie kriegen wir die Dinger? Oh, okay, komm, können wir machen. Das geht, das geht, das geht klar. Okay. Genau, dann machen wir nämlich das hier und. Hey, hier ist ja noch was. Ach, das ist das Ding, was ich eigentlich. Hey, was ist denn das hier? Digiline? Kann man den denn hier ansteuern oder was? Leider gibt es keine Quickhilfe dafür oder sowas. Ja, okay, dann waren das nämlich die beiden hier. Okay, genau. Genau, und der kommt dann quasi. Da haben wir dann eine Kiste, wo wir alles reinpacken. Hinter die Kiste kommt dann so ein Ding. Und hinter das Ding kommen dann die ganzen Tubes und die verteilen sich dann einfach hinter die ganzen Kisten. Ist zwar eine Art und Weise, die ist relativ inperformant, weil die Items teilweise ganz schön oft, ganz schön lange rumfliegen, bis sie an ihre Zielkiste ankommen. Aber dafür ist es halt auch preiswert von Anschaffungskosten her. Wir könnten natürlich auch sowas hier benutzen, ne? Aber dafür brauchen wir halt Lua-Controller. Da haben wir mit. Komm, das können wir eigentlich auch tatsächlich sogar fast machen. Aber das Problem ist halt, die müssen wir immer wieder umprogrammieren, wenn wir die Kisten umsortieren. Ich weiß nicht. Nee, komm, wir machen einfach hier mit den ganz normalen, mit diesen ganz einfachen Dingern hier. So. Was ist das hier eigentlich? Das ist jetzt Crossing Pneumatic Tube Segment und was ist das? Das ist Pneumatic Tube Segment. Was ist denn Crossing? Was ist der Unterschied zwischen denen? Ich verstehe das nicht. Oh Manu. Das hier wäre vielleicht noch ganz interessant. So One-Way-Tube. Ob die was bringen, keine Ahnung. Also wisst ihr jetzt erstmal nicht wo. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, brauchen wir halt ganz viele Tubes und ein so ein Ding. Dann machen wir den am besten jetzt direkt, während die anderen hier noch arbeiten. Und die arbeiten noch. So, da brauchen wir Eisen. Wir brauchen einen Stock. Wir brauchen ein Kristall. Und wir brauchen 4 Eisen. Und dann brauchen wir Blätter. Ein paar. So. Einmal. Was? Was? War doch. Stahlbarren habe ich. Oh, ich habe Zinnbarren genommen. Ja gut, das kann ja mal passieren. Stahl, Stahl, Stahl da. So, Dankeschön. Ach, dann bekomme ich gleich 2 dafür. Ja, leck mich doch am Arsch. Da. Da. Bekomme ich echt 2 dafür oder habe ich das aus Versehen 2 gemacht? Nee, ich bekomme 2 dafür. Gut, okay, brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber dann haben wir halt einen auf Reserve. Komm, packen wir hier oben mit rein. Packen wir jetzt mal beide oben mit rein. So. Wie sieht es denn hier langsam mal aus? Können wir langsam mal hier, ne? Langsam mal hier fertig machen hier oder was? Oder wie? Oder wer? Oder wo? So. 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 Oh, die sind sogar schon alle fertig. So. Oh, bei den. Oh, hier ist bei manchen der Treibstoff alle. Ja gut, das ist natürlich eine andere Sache. Du kommst mal da rein. Du kommst da rein. Und du hast Treibstoff. Sehr schön.
Ich verwalte die Blätter mal lieber zentral. Das ist übersichtlicher. So. Okay. So, dann haben wir zumindest schon mal ein paar Blätter da. Erinnere mich dir. So. Apropos, hier wird es sogar schon knapp. Dann fülle ich hier direkt mal nach. Aha, hier haben wir schon andere. So. So. Dann war auch wieder die Blätter. Okay. Das heißt, dann stoppe ich hier noch mal ein paar rein. Und die restlichen stoppe ich hier rein. So, da haben wir die ganzen Nadeln endlich mal verbraucht. Haben wir nur noch die normalen Blätter. Easy. Das macht die spätere Administration einfacher. Hier haben wir auch noch normale Blätter. Den nehme ich auch mal kurz raus. Erstmal komm raus hier. Komm raus da. Damit rein, du kommst damit rein. Feierabend. Okay. Bam. So. Okay. Jutchen, dann nehmen wir jetzt mal hier schon mal raus, was schon mal fertig ist. Können wir damit quasi schon mal loslegen. So, okay, Tubes. Alles. Sechsundneunzig ist ja eine ganz schöne Aufnahme hier. Sehr schön. Okay. Da würde ich mal sagen, auf los geht's los. Dann schaffen wir uns erstmal ein bisschen Fläche. Ich wächst ja gar nichts. Was ist denn hier los? Ah gut, egal. So. Sehr schön. Okay. Jetzt mal gucken. Wir wollen ungefähr. Ja, eben. Auf welcher Seite machen wir überhaupt den Eingang? Kommen wir von der Seite rein? Also von dem Weg hier abzweigen? Oder lieber von dem Weg, der wieder zur Mine geht. Also so in die Richtung bauen. Ich glaube mal, fast optisch würde das hier besser aussehen. So. Dann machen wir das doch so. Ist so easy. Ist doch kein Problem. Das heißt Folgendes. Wir müssen jetzt stark bleiben. Ja, wie jetzt? Ich überlege gerade mit diesen Doppelkisten. Nee, ist Bullshit. Alles gut, alles gut. Ja. Doch, ich würde mal sagen, wir kommen hier von der Seite raus und gehen dann auch in die Richtung rein. Würde aber bedeuten, dass wir hier nach hinten ein bisschen weiter ausbauen, damit wir dann ein bisschen mehr Platz haben.
So. Mann, Alter, ist ja viel zu schnell hier. So, okay. Ist doch schon eine Hausnummer. Das heißt, hier kommt ein Weg ungefähr so auf. Überlegen, genau. Die Mitte und links daneben. Echt? Immer noch links verschoben, ne? Genau, immer noch links verschoben. Genau, das heißt, der Weg, der dann hier abgeht, kommt ungefähr auf der Ebene hier raus. So. Das heißt. Okay, erste Überlegung. Also, wir wollen ein. Im Lager brauchen wir einen Gang. Dieser Gang sollte 2 Blöcke breit sein. Dann haben wir die Einkerbungen für die Regale selber. Da hätte ich gerne mindestens einen Platz plus die Regale. Das heißt, wir hätten da schon mal 4. 6. So, dann bei den Kisten selber brauchen wir dann die Wand dahinter. Plus 1 frei für die Tubes. Plus dann die Außenwand. Das heißt, wir haben 6 plus 2 mal 3, also nochmal 6. Also haben wir insgesamt 12. Gott, ist das Ding groß. Alter Schwede, ey. Ist ja. Also quasi hier wäre dann die Außenwand. Hier wäre dann die. Hier wären die, auf die Ebene wären dann die ganzen Tubes. Hier wäre dann die innere Wand. Auf der Ebene würden dann die ganzen Kisten stehen. Hier wäre Durchgangsbereich und hier wäre dann der Eingang. Das Lager wird ja ganz schön groß denn. Oha. Na gut, ist es halt so. Ne? Können wir nicht ändern. Ist halt so. Wer moderne Technik haben möchte, der muss dafür auch bluten können. Ja. Genau so. So, dann mache ich aber zur Optik. Oh, unser Schiff ist fast kaputt. Oha. Hat er gerade so noch überlebt hier. Gut, das heißt, in der nächsten Aufnahme machen wir dann gucken, was wir dann noch alles brauchen, um den Weg zum Beispiel zu vervollständigen. Und dann, ja, easy. So ungefähr. Schauen wir mal.